Hallo, mein Name ist Ilse Tutter und ich bin jetzt fast genau 20 Jahre hier in Hellabrunn unterwegs als Tierparkführerin. Heute möchte ich euch die Winterfütterung der einheimischen Tiere hier im Tierpark vorstellen. Unser Tierpark befindet sich ja in einem Landschaftsschutzgebiet, ein grünes Band, das quer durch München geht entlang der Isar. Wir haben ja eine große Artenvielfalt an einheimischen Vögeln und es ist wichtig, dass wir sie auch im Winter ein bisschen zufüttern. Nachdem unsere Gärten, die hier rundum liegen, doch relativ steril sind und keine samenbildenden Pflanzen haben, werden wir hier auch vorwiegend Sämereien füttern. Viele der Vögel, die im Sommer Insekten fressen, werden im Winter auf eine fetthaltige Samennahrung umsteigen, wie zum Beispiel die Blaumeise oder auch der Buntspecht, der hierher kommt gerne. Es ist wichtig, dass wir ein gutes Futter finden, das auch genügend verschiedene Sachen für die verschiedenen Schnabeltypen enthält. Wir haben hier Sonnenblumenkerne, das sind für die ganzen Finkenvögel. Die Meisen nehmen die gerne, allerdings müssen die sich die erst klein hacken. Dann für die Weichfresser wie Amseln, wie Rotkehlchen, die kommen gerne und holen sich hier die in Fett getränkten Haferflocken. Wenn man was ganz Besonderes, Feines haben möchte, könnte man auch getrocknete Mehlwürmer verfüttern. Das wäre eine Leckerei für die Rotkehlchen. Wichtig ist, dass man die Vogelhäuschen so aufhängt, dass auch keine Räuber drankommen. Räuber haben wir natürlich hier in den Isarauen auch. Wir haben Füchse, wir haben Marder, weniger Hauskatzen. Aber das wäre natürlich das Problem, wenn ihr so ein Futterhäuschen aufhängen wollt. Es sollte frei hängen, dass eine Katze nicht drankommt. Damit jetzt die Eichhörnchen den Futterbetrieb nicht stören, haben wir hier auch ein eigenes Eichhörnchen-Futterhäuschen. Da müssen die klugen kleinen Säuger einen Deckel aufmachen und können sich die Nüsschen rausholen. So stören sie die Winterfütterung der Vögel nicht. Wichtig ist auch, dass ihr auf Sauberkeit achtet bei dem Futterhäuschen. Die Vögel haben nämlich durchaus schmutzige Füße. Deshalb sind die meisten Häuschen auch so konstruiert, dass sie sich gar nicht da lange mit den Füßen vorwärts bewegen können, sondern nur kurz an den Rand setzen, was holen und wieder wegfliegen. Wenn ihr dann am Ende der Saison das Häuschen gründlich mit Desinfektionsmittel und warmem Wasser und Seife sauber macht, dann reicht das vollkommen, damit ihr die Keime nicht fürs nächste Jahr wieder mitschleppt. Es lohnt sich immer wieder, so ein Vogelhäuschen auch länger zu beobachten. Jede Vogelart hat ihre eigene Methode, an das Futter zu kommen. Manche bleiben sitzen, wie die Finkenvögel. Manche nehmen was und tragen es weg, wie zum Beispiel die Blaumeisen. Die nehmen ein Körnchen, tragen es auf den nächsten Ast und hacken das dort klein. Auch der Gleiber nimmt was mit an eine sogenannte Schmiede, klemmt es dort ein und hackt es auf. Ganz besonders interessant ist, wenn ein Buntspecht mal an das Häuschen kommt. Er hält sich unten mit dem Schwanz am Häuschen fest und dann fängt er an, einen Großteil des Futters einfach rauszuschmeißen. Da denkt man erst schade drum, aber das nützt natürlich den Vögelchen, vor allem den Weichfressern, die unter dem Vogelhaus unterwegs sind, wie zum Beispiel die Rotkehlchen und die Amseln. So, jetzt hoffe ich, ihr habt alle Lust bekommen, unsere einheimischen Tiere auch mit einer passenden Winterfütterung zu unterstützen, damit sie hier in der Stadt auch den Winter überleben können. Passende Futterhäuschen und Futter findet ihr beim Landesbund für Vogelschutz. Ihr braucht ja nicht mal einen Balkon dafür, auch an einem Fensterbankel kann man wunderbar die Vögel füttern und es werden viele verschiedene Arten zu euch kommen und ihr könnt ihr Verhalten beobachten.